Das ist schon verrückt, brasilianische Musik mit Schnee. Ja, hallo Schnuggis. Heute wird es eine thematische Herausforderung. Es ist sehr kalt, aber wir ziehen es durch. Juhu! Na dann mal los. Hallo. Zum Glück schien die Sonne und dann konnte ich die Kälte ertragen. Dann kam einer, der hieß Mike, hat ein bisschen gefilmt, hat daraus eine Insta-Story gemacht und er hat auch einen YouTube-Kanal übrigens, den habe ich euch mal unten reingepackt. Könnt ihr reinschauen. Mit einem etwas älteren Ehepaar bin ich noch ins Gespräch gekommen. Und wann haben Sie zum letzten Mal ein Konzert gehört? Na, also schon lange her, ne, oder? Ja. Wann war das letzte Mal im Theater? Oktober vielleicht. Ja. Oktober, okay. Rosenkavalier in der Staatsoper. Ja, den Komponisten liebe ich so. Ja, das ist schon verrückt, brasilianische Musik mit Schnee. Fremdschämen Jazz. Na, sieht ja so aus, als wenn es bald losgeht. Mit Sommer? Nee, mit Öffnung. Achso, hoffentlich, ja, das wäre gut. Die ich habe gerade gelesen. Also im März machen sie schon mal die Friseure auf. Und den ab 14. März, wo den kleinen Handel noch sehen. Ungefähr beim letzten Song kam so von der hinten, also vom Ende der Brücke einer und hat dort schon angefangen zu filmen, kam den ganzen Weg bis zu mir in die Mitte der Brücke. Und es ist mal interessant, das aus der Sicht von einem Besucher zu sehen, finde ich. Hinterher haben wir geredet und da hat sich herausgestellt, dass er Markus heißt und schon mit Rammstein und Seed und so weiter auf Tour war. Finde ich recht heftig. Gelernt. Nix. Aber Schnuggis, es gibt Neuigkeiten. Und zwar, hier gibt es jetzt solche Kärtchen, die werden jetzt den Leuten ein bisschen mehr verteilt. Und Gummibärchen sind auch bestellt, aber ob die beim nächsten Drehtag schon da sind, weiß ich noch nicht. Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, macht das gerne im Kommentarfeld. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, sodass ihr immer alles mitkriegt, dann macht das bitte hier. Komm schon. Oh yeah. Oh yeah.